aufgespart und beim Sprung gibt es tendenziell hohe Noten. Ab geht's, Laura Schulte mit dem ersten Sprung, Jurtschenko streckt mit Schrauben zum sicheren Stand. Also, guter erster Sprung, klar, vom D-Wert her, also vom Schwierigkeitsindex her, nur 5 Punkte wert. Kommen die 10 Punkte dazu, E-Wert, also der Sprung startet bei 15 Punkten. Aber sie hat den Stand, ist genau in der Mitte, technisch sehr gut gesprungen. Natürlich fehlt hier ein ganzer Punkt oder noch mehr im Vergleich zu Julia Steingruber, die ja heute, sei noch einmal erwähnt, verletzungsbedingt nicht am Start sein kann. Aber Laura Schulte war bisher ein guter Ersatz. Mehr als das, die junge 18-jährige Turnerin aus Stein im Kanton Aargau. Claudia Capelli ist gerade nachher dran, aber beobachtet natürlich, was die Partnerin macht. Zweiter Sprung, Schulte. Tsukahara gestreckt mit einem Ausfallschritt, 3 Zehntel. Relativ ein einfacher Sprung. Aber sie bringt beide Sprünge auf die Füße. Ruft also das ab, was sie momentan drauf hat. Aber der Sprungtisch mit der 25 ist der überboden. Nachher kommt gerade Claudia Capelli dran. Dann müssen sie den Sprungtisch ausstellen. Bei den Männern ist der Sprungtisch 1,35 m über Boden.